Krafttier-Gürteltier. Herzlich willkommen zu diesem Video über Krafttier-Gürteltier. Krafttier-Gürteltier ist ein alter Kumpel von mir oder ein alter Bekannter, ich sag's mal so. Habe lange nicht mehr mit Krafttier-Gürteltier was am Hut gehabt, aber ich habe mal eine sehr spannende Erfahrung mit dem gemacht, wo der mir was gezeigt hat. Bei Krafttier-Gürteltier geht es um Abgrenzungsfähigkeit bzw. diese entwickeln bzw. die Grenzen zu zeigen. Und bei Krafttier-Gürteltier geht es auch darum, zu erkennen oder es anzunehmen, dass wenn man Ruhe braucht, dass man sich diese Ruhe gönnt und allen anderen das auch auf eine Art und Weise mitteilt, dass sie das verstehen und dann auch entsprechend handeln, sodass man Ruhe bekommen kann. So, also Krafttier-Gürteltier hat damit zu tun, sich zurückzuziehen, sich Ruhe zu gönnen, davor alles eben in die Wege zu leiten, damit das auch geht. Und das ist eine Form von Abgrenzung. Krafttier, Gürteltier kann dir helfen zu trainieren, Nein zu sagen und das auf eine sehr höfliche, liebevolle Art und Weise. Krafttier, Gürteltier hat auch damit zu tun, sich in seine eigenen Tiefen hinein zu buddeln. Das heißt, tiefer zu gucken, psychisch tiefer. Das heißt, wenn du dich mit psychologischer Arbeit beschäftigst oder über Bücher lesen und dich selber mit dir selber beschäftigst, Persönlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung oder selbst psychologisch, psychotherapeutisch arbeitest, dann hat das so eine Krafttier-Gürteltier-Kraft. Weil Krafttier-Gürteltier kann helfen, wenn man auf so eine Ebene gekommen ist, wo es einen Zusammenhang gibt oder wo man was verstanden hat, dann nochmal eine Ebene drunter, wie so ein, wie unter die Wasseroberfläche tauchen und da nochmal gucken, was da drunter ist. Aber beim Gürteltier ist es nicht das Wasserelement, sondern das Erdelement, deswegen buddeln. Und das Erdelement hat viel mit dem Körperlichen zu tun, mit sehr festen Strukturen, mit so Glaubensstrukturen. Daher ist Krafttier Gürteltier auch ein guter Helfer, wenn es darum geht, so, man kennt ja das Wort, so Glaubenssatz, so Sätze, wo man, die tief verankert sind, wo ein Glaube, eine Basis für die Persönlichkeit wurzelt, die dann viel Alltägliches quasi macht, auch wenn man kognitiv das gar nicht mitbekommt, was da abläuft. Krafttier-Gürteltier kann helfen, an diesen Persönlichkeitswurzeln zu arbeiten und da immer, wenn man ist, noch ein bisschen tiefer reinzugehen, um noch weiter zur Wurzel zu kommen, zur nächsten Wurzel und noch zur Wurzel. Immer weiter runter, bis man beim Kern angelangt ist. Das ist Krafttier-Gürteltier. Das heißt, für alle, die psychologisch, psychotherapeutisch arbeiten und die irgendwie mit Krafttieren arbeiten können oder das lernen wollen, ist interessant, mal mit Krafttier-Gürteltier was zu machen, mal eine schamanische Reise mit dem zu machen, sich da mal seine Welt zeigen lassen. Ja, Krafttier-Gürteltier, wie drücke ich das aus? Ist nicht direkt ein soziales Wesen, hat aber viel mit anderen zu tun. Das heißt, also wenn du jemand bist, der viel unter Menschen ist, aber eigentlich auch gern seine Ruhe hat, sozusagen, das ist so Krafttier-Gürteltier-Qualität. Also möglicherweise bist du da sehr verwandt mit Krafttier-Gürteltier, wenn du so jemand bist. Das trifft teilweise auch auf mich zu. Also ich habe viel Kontakt mit Menschen über meine Arbeit, bin aber gern für mich und beschäftige mich mit ganz anderen Dingen, die jetzt nichts mit der Alltagsrealität zu tun hat. Und beziehungsweise dort gibt es wieder eine Menge andere Leute, mit denen man sich austauschen kann. Aber sowas ist Krafttier, Gürteltierkraft. Ich frage gerade mal, gibt es noch irgendwas anderes Wichtiges? Ja. Die Liebesfähigkeit entwickeln, das ist auch Krafttier, Gürteltier. Und zwar die körperliche Liebesfähigkeit. Es geht darum, also Krafttier, Gürteltier kann helfen, den eigenen Körper lieben zu lernen oder den noch tiefer zu lieben. Wenn man den eigenen Körper liebt oder je mehr man den eigenen Körper liebt, also ihn annimmt, wie er ist und ihn einfach so hinnimmt und sich bemüht, sich wohl damit zu fühlen, dann fängt man auch an, die Körper anderer zu lieben. Und ich meine, dass das heutzutage sehr, sehr viel gebraucht wird.
Also gerade, also eher, muss aufpassen, dass ich mich da nicht in die Nesseln setze, aber eigentlich ist es offensichtlich, es ist eher bei Frauen das Thema, dass sehr viel der eigene Körper mit anderen Frauenkörpern verglichen wird. Und man kann aber nur, denke ich, bei sich anfangen und nicht probieren, immer den Körper zu verändern oder eine Maske drauf zu malen oder ich weiß, als Mann muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und oder irgendwas da ständig zu verändern wollen oder zu gucken, dass der Körper anders erscheint, als er ist. Kraftier-Gürteltier kann helfen, einfach den Körper so annehmen zu lernen, wie er ist. Du bist nicht dein Körper. Du bewohnst deinen Körper. Du bist Gast in deinem Körper. Und deswegen, es ist vorübergehend, bist du in diesem Körper, mit diesem Körper verbunden. Das ist wie ein guter Freund. Und es ist gut, denke ich, den Körper wie einen guten Freund zu behandeln und nicht den ständig an dem rumzunörgeln und den ändern zu wollen. Es ist klar, dass der Körper auch keinen Bock hat, da mitzumachen. Ne? So, wenn man dann noch anfängt, an dem rumzuschnippeln, wie fühlt so ein Körper sich dann? Die Frage ist vielleicht auch richtig zu stellen. Also mit diesen Themen beschäftigt sich Kraftier-Gürteltier auch aus seiner Sicht. So, und wenn so ein Thema bei dir präsent ist, dann ist es interessant, dich mal mit dem Gürteltier, vielleicht auch mal mit dem Tier an sich zu beschäftigen, mal eine Dokumentation darüber anzugucken, aber auch schamanisch damit Kraftier-Gürteltier zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, das Video hilft dir, bringt dir irgendwas. Ich hoffe, du hast irgendwas gelernt, irgendwas mitgenommen. Wenn ja, drück gerne auf Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal, guck dir meine anderen Kraftier-Videos an und dann vielleicht bis zu einem anderen Video. Tschüss, mach's gut.